Hallo und herzlich willkommen hier zu Mutter-Sohn-Aktivitäten, wenn es draußen regnet. Ja, Nora und Gianluca zeichnen sich hier die Hände wund. Und damit herzlich willkommen hier zu The Sims 3 und unserer Mystik-WG. Hier ist alles immer so mehr oder weniger mystisch, denn ab und zu sehen wir einfach nur ein paar Flügel oder Carsten, der sich hier vor Wut in einen Werwolf verwandelt. Das passiert des Öfteren schon mal. Deswegen sollten wir ihm, glaube ich, jetzt auch mal sagen, dass er hier mit Schreiben aufhören soll. Das sieht momentan nämlich nicht ganz so glimpflich aus mit seinem Stress. Da schicken wir ihn lieber hier zu Bill runter und lassen ihn mal mitspielen, würde ich sagen. Oh, Bill muss zur Arbeit, glaube ich. Also, wenn... Ja. Die Uhrzeit sagt, Bill muss zur Arbeit. Dann lassen wir das mal an der Stelle. Und schauen mal, was Carsten hier tut. Nee, Telefonklingeln machen wir jetzt mal hier nicht. Achso, wir gucken uns das jetzt einfach nur an. Alles klar. So, Amanda, dann räumen wir deinen Teller hier weg und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier Amon aus dem Kinderbett befreien. Amon ist nämlich gerade wach geworden und hat Hunger. Kann eigentlich auch Amanda machen, wenn wir das mal so sehen. Weil Amanda hat gerade Zeit. Carsten, lass halt erstmal in Ruhe da Fernsehen gucken. Und alle anderen sind ja soweit erstmal beschäftigt. Soweit, so gut. Ja, die gute Mila, die übt hier weiter Alchemie. Kann ja auch hier nicht mehr allzu lange dauern. Suche 4 Insekten beliebiger Art und bringe sie ins wissenschaftliche Labor. Nein, heute nicht. Aber wir haben es endlich geschafft. Wir haben Level 10 der Alchemiefähigkeit erreicht. Wow. Mila kann nur eine Vielzahl an Elixieren mischen. Dadurch erhältst du manchmal 3 Elixiere pro Mischversuch. Sehr, sehr nice. Was wollen wir jetzt tun? 20 Elixiere mischen? Ja, gut, okay, das streichen wir uns mal an. Wir haben aber auch immer noch als Wunsch, 10 Elixiere zu mischen. Dann machen wir das jetzt ja einfach mal. So, Alchemie können wir ja wegmachen. Mittlerweile können wir ja alles. Oh, abgeführtes Feenglück. Nein, wir können nicht alles. Wir können noch ein bisschen was lernen. Okay, das ist natürlich cool. Und wir haben jetzt abgeführtes Feenglück. Voll gut. Ich schau mal hier in den höheren Elixieren, was wir da jetzt alles so haben. Okay, abgefülltes Feenglück, abgefülltes Hexengebräu. Wir haben da schon nicht gerade wenig. Fiole des Djinn ist ja natürlich auch total geil. Starker Fähigkeitenverbesserer, da fehlt uns aber immer noch ein Helmling. Gut, wir haben jede Menge Elixiere, das ist auch richtig, richtig gut. Ich würde sagen, wir stellen mal hier Glas für Freundschaft her, das kann man immer mega gut gebrauchen. So, dann gehen wir mal zu Nora. Nora hält das ja hier noch eine Weile durch. Dann gehen wir doch lieber zu Amanda, die hier steht und ich weiß nicht warum. Amanda, was ist los? Okay, Amon hat mittlerweile was zu futtern gekriegt. Das ist sehr, sehr schön. Ich hätte auch gerne irgendwie hier in dem Haushalt gerne diesen Laufstall. Ich glaube, das wäre ganz praktisch. So, aber schaut mal, Amon kann immer noch nicht laufen. Dann könnten wir ihn rein theoretisch hier mal in die Gehhilfe setzen, dann sollte das ganz gut funktionieren, denke ich doch. Auf Toilette muss er soweit noch nicht. Von daher passt das ja, glaube ich, ganz gut. Oh, wir wollen mit Amor kuscheln. Das können wir später auf jeden Fall noch machen. So, dann gehen wir jetzt in der Zwischenzeit mal eine Runde joggen. Okay, wir können noch nicht, weil wir noch ausgepowert sind. Alles klar. Ja gut, machen wir nur mal ein Glas voll Freundschaft. Das lässt sich immer irgendwie gut herstellen. Boah, jetzt haben wir auch echt 3 Gläser davon, ne? Krass. Gut, wir gehen dann erstmal hier eine Runde schlafen und, Amon übt hier mal fleißig laufen. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Ich überlege gerade nur, wo wir diesen kleinen Stall hinstellen können. Wir können ja mal gucken. Vielleicht stellen wir den einfach hier so rein. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Ich meine, das Ding ist auch so günstig, ne? Das ist auch so ein Ding, was ich nicht ganz verstehe, aber wollen wir uns mal nicht beschweren, ne? Ja, komm, dann stellen wir das hier so vors Bett. So nah wie möglich einfach. Oh, ich habe gerade die Leertaste gedrückt statt Alt. Ja, so, ich hoffe, dass das passt und dass man da noch durchkommt. Und dann können wir unseren kleinen Amorder auch mal reinsetzen. Ach ja. So, Dalle, Mila, wie läuft sie mit dem Elixiere herstellen? Sind wir fleißig oder nicht? Das sagt uns gleich das Licht. Wir rühren und rühren. Lesen? Dass wir da mit unserer hohen Fähigkeitsstufe noch lesen müssen. Oha. Ja, das riecht ja nicht schlecht. Aber gut, dass wir jetzt hier auch alles so gut wie hinbekommen. Okay, da haben wir gleich 2 Gläser. Vampirischer Sonnenschutz ist natürlich auch total toll.
könnten wir eventuell für Amor gebrauchen. Fiole der Erleuchtung. Bin ich mal gespannt, was. Oh, ich hab gerade vergessen, dass ich hier drin bin. Was das denn Tolles bringt. Ich mach den hier gleich mal weiter Elixier mischen. Zählen die eigentlich doppelt? Ne, die zählen leider nicht doppelt, oder? Doch. Die zählen doppelt. Alles, was wir doppelt herstellen. Wow, das ist ja mal richtig nice zum Wünsche erfüllen. Geil. Mila, mach weiter so. Sehr, sehr gut. Carsten hat hier unten die Schnauze voll. Alles klar. Dann können wir ja mal Starlight eine Runde bürsten. Dann tun wir hier auch noch was Sinnvolles. Und eine Runde die Hand beschnüffeln lassen. Bill hat einen Job erledigt und stolpert auf dem Rückweg über ein Schmuckstück, das er in die eigene Tasche steckt. Du findest es in deinem Familieninventar. Es ist immer noch am besten, sich selbst eine kleine Belohnung zu sichern. Ja, wenn Bill das sagt, ne? Was können wir dann noch Schönes machen? Amelia Coliseum brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Viole voll starker Freude. Oder Fähigkeitenverbesserer. Was man sich nicht alles gönnt. So, Dalle. Wir schicken dann unseren guten Gianluca hier mal duschen und dann schlafen. Und Mila müsste sich jetzt hier den ersten Wunsch erfüllt haben. Alter, Mila müsste jetzt hier punktemäßig schon fast steinreich sein. Mila hat's voll drauf. Ja gut, könnten wir auch mal zu Alistairs Elixier-Shop gehen und das versuchen zu verkaufen. Yay, Nora hat ein Bild fertig. Oh, das sieht ja cool aus. Können wir das hier irgendwo anhängen? Ich versuche das mal hier irgendwo anzuhängen. Ich finde, das sieht nämlich mega aus. So, Moment. Ja, schaut mal, hier haben wir auch noch gar nichts. Ja, perfekt. Einmal eine Runde einrahmen. Schick, dann ist die Wand da auch nicht mehr so leer. Praktisch. Gut, aber wir schicken Nora jetzt, glaube ich, erstmal was futtern. Oh, vielleicht sollte sie auch was zu futtern machen. Wie wäre es... Boah, Hamburger. Komm, wir machen Hamburger. Letzter Zeit habe ich ständig Hunger auf Burger. Das ist ein bisschen gruselig, aber... Nichts geht über Burger. So, auf Toilette gehen bitte. Und dann kannst du die Burger deiner Frau futtern. Das ist bestimmt nicht übel. In einen Werwolf verwandeln. Das ist bestimmt auch nicht übel. Was können wir hier noch Schönes machen? Hier oben fehlen uns ein paar Zutaten. Da müssten wir uns dann mal... Würstchen. Das ist total geil. Na komm, wir machen nochmal hier so eine Glas voll Freundschaft, damit wir das noch hinbekommen. Gut, jetzt haben wir 8. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schlecht dafür, dass wir gerade noch 0 hatten. Finde ich das ziemlich, ziemlich gut. Muss dann nach 4 gefüllt werden. Ja, aber wir können auch nochmal bei unserem Tierchen Elliot vorbeischauen. Das sieht nämlich gerade auch nicht so glimpflich aus. Und hier muss auch Futter nachgefüllt werden. Dann sind wir hier schon mal gut beschäftigt. So, das gebe ich jetzt hier mal Carsten als Aufgabe, weil er hier gerade nichts zu tun hat. So, Nora brät dann noch. Hier ist alles sauber soweit. Haben wir noch irgendwo Zeitungen, die wir entsorgen müssen? Nicht wirklich. Wie sieht es hier aus? Hier können wir mal die Post nehmen. So, 3 Gläser voll Freundschaft? Glas voll Freundschaft? Haben wir da hergestellt. Sehr gut. Das Radio könnten wir eventuell mal ein bisschen leiser machen. Dann können wir hier auch ein bisschen näher kommen, ohne dass uns das gleich die Ohren wegpustet. Ja, Amor geht es soweit auch noch gut. Amanda schläft schon tief und fest. Carsten schicken wir dann mal wieder hierher. Nora müsste da gleich mal fertig sein. Gianluca hat einen Brief von Zoe Dude erhalten. Darin steht, ich weiß, dass du dieselben Gefühle hegst wie ich. Ich möchte mit dir zusammen sein, damit wir es einander beweisen können. Ja, gut. Und wir wurden beglückwünscht für unsere Schreibfähigkeiten und Bill hat ordentlich Kohle gemacht, wie eigentlich immer. So, Dalle, Bill will denn eigentlich nur noch schlafen. Natürlich eine Gehaltserhöhung von 52 Simoleons die Stunde, gar kein Ding, machen wir auch. Das ist alles total toll. So, haben wir jetzt hier gefüttert? Ja, haben wir. Machen wir aber noch sauber, weil wir schon mal dabei sind. Und dann holen wir uns hier einen Teller. Carsten, ne, gönn dir. Gar kein Problem. So, und Carsten muss dann dringend schlafen, aber wir wollen gerne noch Nora küssen. Das machen wir dann auf jeden Fall. Hier eine Runde küssen. Und... Ja gut, Nora, räum das einfach mal weg. Dann sollte Carsten da auch soweit sein. Ja,
Ach ja, gut. Er ist schon so weit. Oh, und wir wollen dringend ein Techtelmechtel. Alles klar. Ah, Amor hat soeben das Laufen gelernt. Der kleine Racker kann die Welten aus einer völlig neuen Perspektive betrachten. Ja, das glaube ich allerdings auch. Toilette hatten wir noch nicht fertig gelernt. Hatte da irgendjemand den Wunsch, das zu tun? Nö, wir wollen nur, dass Amor zum Genie wird. Alles klar. Ich streiche uns das jetzt mal gerade so an und dann werden wir das Ding hier erstmal leeren und Amor kann dann noch ein bisschen weiter durch die Gegend stolzieren. So, wir haben hier eine Runde geküsst. Sehr, sehr schön. Wir wollen auch ein Nickerchen im Schaukelstuhl machen und ein Techtelmechtel. Wir werden mal kurz mit Lilly sprechen. Damit wir uns den Wunsch erfüllen. Was macht Tessie denn da? Oh, Tessie, Alter. Was geht da? So, Lilly. Hör mal auf jetzt hier. Wir wollten gerade mit dir reden. Hier, einmal eine Runde reden mit. Lilly ist ready. Tessie auch. Tessie, ey. Das ist ein Träumchen. Gut, wir können aber die Wäsche hier wegbringen mit Carsten. So, jetzt haben wir mit Lilly geredet. Ich wollte Lilly bei der Gelegenheit gleich auch noch bürsten. Lilly, lass dich mal eine Runde bürsten. So, 631 Fahrzeuge wurden gelöscht. Sehr, sehr schön. So, Mila, dann machen wir oben das kleine Toilettchen leer. Das wäre ganz toll. Weil wenn das Töpfchen nicht leer ist, kommen wir da nicht weit. Aber Starlight, wir gehen mal hier eine Kunde auf Katzenklo. Dann wird alles besser. Lilly will unbedingt aus dem Napf fressen. Den Wunsch können wir natürlich auch erfüllen und dann hier eine Runde kauen. So, und Nora hätte immer gerne noch ein Techtelmechtel. Dann versuchen wir uns hier mal ganz entspannt zu entspannen. So, und Mila kann dann mal ihr kleines Wunderkind hier raufsetzen. Okay, es geht gerade nicht. Dann sollten wir unser kleines Wunderkind vielleicht einfach nur hochnehmen. So, dalle. Und ja, Nora ist auf dem Weg. Sehr schön. Muss Carsten nur noch die Wäsche loswerden. So, Carsten, einmal eine Runde entspannen, ohne gleich wieder aufzustehen. Ich hoffe, Nora schafft das auch. Sonst können wir uns den Wunsch hier nur schlecht erfüllen. So. So. Müssen wir hier gleich ran an den Speck, sonst wird das nichts. Ach ja, diese Schwangerschaftshormone, sage ich euch. So, Amanda ist schon wieder wach. Hier ist ja was los. Dann einmal eine Runde Betten machen, bitte. So, Dalle, Mila, hast du Amor rausgeholt? Nö, irgendwie immer noch nicht. Kommen wir da nicht ran? Amor, du musst mal woanders hinfahren. Fahr mal da hin. Sonst kommen wir da nicht weit. So, wir gehen jetzt hier mal ein Stück. Und schafft es Amor vielleicht auch hier hinzufahren. So, sehr gut. Und jetzt können wir versuchen, ihn rauszuholen. Ein bisschen kompliziert. So, aber wir haben uns unseren Wunsch erfüllt. Hier wird erstmal eifrig geschlafen. Mila kriegt unser süßes, kleines Kleinkind da immer noch nicht raus. Gut, okay. Wir schnappen uns einfach hier was zu essen. Vielleicht sollten wir auch selber mal ein bisschen kochen lernen. Wäre eine Option. Dann müssen wir hier nicht so ein Abendessen eigentlich essen. Wir joggen mal eine Runde und das Ganze, na gut, schweißfrei müssen wir eigentlich auch gar nicht joggen. Wir können dann duschen gehen. So, Dalle, wir bekommen Amor da endlich raus. Sehr schön. Dann können wir hier auch nochmal eine Runde kuscheln. War ja jetzt auch ein ganz schöner Aufwand. Ja. Mila hat da immer noch dieses Problem mit dem Klatschen. Hilfe, herrje. So, die Gehhilfe stellen wir hier mal wieder in die Ecke. Ach, herrje, wie will. Klatscht aber auch immer fleißig in die Hände. So, irgendwas ist jetzt kaputt gegangen. Ich weiß nur nicht, was und bei wem. Gute Frage. Nächste Frage. Wir lassen Amanda mal wieder hier hochjoggen. Und dann kann sie noch mit Amor kuscheln. Dann kann Mila mal das Töpfchen wieder leeren. So, aber mit dem Töpfchen kommen wir ja auch ganz gut voran. Das ist super. So, wir versuchen gerade woanders hinzugehen. Haben da aber gerade so leichte Schwierigkeiten. Mila stört da etwas. So, Dalle. Wir gehen dann hier mal noch auf Toilette und duschen. Und dann gehen wir auch schlafen. Sehr gut. Und ja, Amanda gibt ihr Bestes. Und dann werden wir hier mal eine Runde kitzeln und kuscheln. Wollte gerade sagen, ey, Tessie, geh weg von unserem kleinen süßen Fratz hier. Unser Kind. Sehr gut. Dann erfüllen wir uns auch noch den Kuschelwunsch.
Juhu, so, am Mauer geht es super. Da können wir am Mauer rein theoretisch auch mal hier in den Laufstall setzen. Dann kann Amon auch noch das Sprechen lernen. Ja, hier, Amon. Gönn dir. Sehr gut. So, Tessie ist wieder raus aus dem Bad. Dann können wir hier nochmal uns frisch machen. Und ja, was zu frühstücken haben wir immer noch nicht, weil Mila geht ja jetzt schlafen und kann Bill kochen? Ich weiß es gerade gar nicht. Bill, kannst du kochen? So, Bill steht jetzt mal auf. So, sehr gut. Mila kommt da auch noch dran vorbei. Das ist sehr, sehr gut. Wir wollen auch Starlight unbedingt bürsten. Ist natürlich ein Plan. Einmal eine Runde Frühstück servieren. Okay, wir versuchen es einfach mal mit Waffeln. Mal gucken, wie weit Bill kommt. Ist auf jeden Fall schon mal höher im Kochlevel als Amanda. Hm, und Amanda würde ich irgendwie gerne kochen lernen lassen. Hausaufgaben sind fertig. Soweit, so gut. Vergifteten Apfel kaufen wir, verkaufen wir mal. Amanda kann mal kurz Wäsche waschen, wenn hier schon alles voll ist. Jo. Soweit, so gut. Wir wollen unbedingt 400 Simoleons im Wellness-Center ausgeben. Alles klar. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wir können hier auf jeden Fall mal auf die Toilette, die sauber machen und duschen gehen. Carsten, der schläft, glaube ich, noch ein bisschen länger. Amanda wäscht Wäsche. So, schon Luca ist wach. Hey, schon Luca. Guten Morgen. Wir hoffen, dir geht's gut. So, dann einmal Betten machen, schon Luca. Und dann kannst du hier auch mal die Wäsche wegbringen. Wir sollten schon Luca vielleicht so ein Wäschekorb ins Zimmer stellen. Obwohl, warte, wir machen das mal so. So, und dann räumen wir das weg. Dann passt das, glaube ich, etwas besser. Ja, und Amor ist jetzt hier noch fleißig am Lernen. Gut, gehen wir mal zu Bill. Schauen mal, wie das Kochen hier läuft. Ja, aber wie es schmeckt, sehen wir dann, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao!